Servus, meine Lieben, willkommen zurück bei Diablo 3. Ihr seht schon, ich habe wieder alle Gefährten dabei. Naja, nicht ganz, aber einige. Heute wieder das Marodeur-Set, weil das Multischussbild haben wir angeguckt, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Der Marodeur macht mir echt gerade am meisten Spaß, deswegen werden wir den weiterspielen. Ich sollte eigentlich jetzt dann mal langsam noch ein paar Sachen farmen. Bin aber nicht dazugekommen. Wir werden jetzt auf jeden Fall das Set-Portal machen. Und dann werden wir ein paar Portale ballern. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Um einfach schlechter abzuschließen heute und dann in den Marodeur noch weiter zu verbessern. Mir fehlt zum Beispiel noch ein Gürtel. Mir fehlt noch der Rucksack des Bombenschützen. Also da ist noch einiges drin. Das war, lasst mich überlegen, Leorix Anwesen, ne? Und da müssen wir den Set-Portal-Folianten finden. Ja. Türme setzen, klar. Was willst du da suchen? Jede Season das gleiche, ich vergesse es immer wieder. Eure Furcht verrät euch. Also man hätte ja auch mal theoretisch. Die Qualstufe noch ändern können auf 16. War das nicht hier irgendwo? Ist jedes Mal das gleiche. Dann muss ich einmal hin in der Season. Und ich vergesse es jedes Mal. Hier ist doch die Bibliothek. Da ist es doch. Zwischen der Brücke und dem Übergang fand ich eine dämonische Balliste. Dann muss ich schon schnell zurück in die Stadt. Ich kehre in die Stadt zurück. Habe ich nämlich vergessen jetzt. Dass mein ganzes Inventar voll ist, ist natürlich nicht so toll. So, schön zum Schmied. Ja, gut, das sind Sachen, die kommen wieder. Zwischen der Brücke und dem Übergang. Das müssen drei sein. Da ist der Übergang und da ist die Brücke. Das heißt, wir gehen jetzt von der Brücke zum Übergang. So habe ich das verstanden. Meinen Zorn. Eine unglaubliche Leistung. Oh, wow. Zwischen der Brücke und dem Übergang. Vergeltung! Wir sollten Gegnern
wollte ich es schon immer aufnehmen. Also hier ist richtig eklig. Kriegst du einen Meteor oder einen Katapultschuss in die Fresse? Und bist direkt tot. Es geht zu Ende. Ich fühle mich gestärkt. Sagt er, der ist auch noch nicht perfekt. Also wir sterben definitiv zu schnell. Das ist eins der großen Probleme. Vor allem durch Feuer und so Zeug. Da muss ich unbedingt noch nachlegen. Wollt ihr noch mehr? Das ist halt auch schon wieder Bullshit, dass ich suchen muss. So groß ist das Ding nicht. Meinen Zorn. Stimmt, das war das mit diesen Schlangen. Immer drei Türme aktiv sind. Das wäre nicht sehr weise. Rache ist süß. Asch. Hammer. Rache ist süß. Spürt
Ein Gegner darf in Nahkampfreichweite kommen. Das müssen wir noch schaffen auf jeden Fall und dann haben wir es schon. Keine Chance, mein Freund. Du musst nur auf diese hässlichen Felswürmer. Also ihr müsst auf die Felswürmer achten. Die sind eklig. Weil die gehen nämlich automatisch in eure Nahkampfreichweite rein und dann ist das Portal für den Arsch. Da ist noch ein Weg. Das war's. Abgeschlossen. Also ihr habt es gesehen, ihr müsst eigentlich nur aufpassen, dass die Felswürmer nicht in... Dass die Felswürmer nicht in eure Nähe kommen. Alles andere ist relativ easy, muss ich sagen. Ist dann doch ein relativ einfaches Set. Marodeur. Schaden schlechter, der Rest besser. Ich sag ja, jetzt geht's eh. Jetzt geht's eh an. Also die zerbrochene Burg auf jeden Fall auf im Drohne, meine ich, weil die ist für Edelsteine farmen. Na gut, da habe ich noch mal eine. Der Rest kann weg. So, jetzt haben wir noch Stufe 25 aufwerten. Das heißt, wir müssen große Portale klatschen. Wollte ich sowieso machen. Wir müssen ein bisschen farmen. Stufe 50 war das letzte, was ich gemacht habe. Ich möchte heute Stufe 60 probieren. Also wir steigern uns. Es ist... Ihr seid von den Feinden der Nephalem umgeben. Nein, das werde ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Ja, Leute, also Diablo 3 muss ich sagen, ihr habt es jetzt selber gemerkt, ich habe nicht großartig gespielt mehr privat, weil ich einfach zeitlich momentan nicht dazu komme. Und muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mehr Diablo 4 jetzt probiert in letzter Zeit wieder, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Mir da einen Level-Spot gesucht, wo ich jetzt angefangen habe zu leveln. Ich mache da jetzt auch heute noch ein neues Video. Für Diablo 4, weil ich einfach Bock habe. Seid mir nicht böse, aber... Das war nur ein Vorgeschmack.
Aber auch das spiele ich privat wenig, muss ich ehrlicherweise sagen. Erstens habe ich viel mehr Bock zu streamen im Moment. Und da ist Diablo halt, guckt kein Mensch mehr. Mittlerweile, leider. Sonst würde ich streamen. Aber Diablo hat seinen Glanz leider verloren. Das ist schade. Aber leider, leider. Tatsache. Das ist das Schlimme. Diablo war mal ein richtiger Renner. Auch auf Twitch. Diablo 4 kurzzeitig am Anfang. Wobei die Story zu streamen, ist halt, ja, Nebenmissionen und den ganzen Scheiß. Ist halt relativ langweilig. Ja gut, der ist echt noch easy. Mein Name ist Uschi. Ja, die Uschi. Was haben wir denn neu bekommen? Historischer Wandel. Wir machen jetzt den Verderben der Mächtigen, den brauche ich zwar eigentlich gar nicht für das. Aber der ist jetzt dann auf 25. Wir haben einen Gürtel bekommen, vielleicht ist es so, wie es. Den brauchen wir. Paragon-Punkt ist auch so ein Dreck diese Season. Du kannst nur noch 200 Punkte verteilen. Das war's pro Kategorie, zumindest bis nächstes Jahr Februar. Es ist nicht optimal, muss ich sagen, leider. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. So, Stufe 60. Hammer. Schauen wir mal, ich brauche als Gürtel so wie das Geheimnis. Der Hüftgurt der Harringtons. Da ist jetzt nichts dabei, was wir brauchen. Typisch. Das kommt in die Truhe. Eigentlich so irgendwie, ne? So theoretisch. Das können wir auch da reinlegen. So, und dann machen wir das nächste Portal und dann haben wir die schlechte Stufe abgeschlossen. Wir waren jetzt auf 65, 60, jetzt machen wir 65. Besitzt ihr die Kraft, diese Prüfung zu überleben? Schauen wir mal. Was für eine monströse Kreatur. Also ich muss bei Bossen aufpassen.
noch. Alles andere ist easy. Das war nur ein Vorgeschmack. Busse sind scheiße. Das Gute ist, dass meine Begleiter mir schon zeigen, wo die Gegner sind. Oh, es geht doch relativ schnell, gell? Muss ich sagen. Da ist nichts mehr. Ja, ein paar kleine Typis. Gut, weiter geht's. Stufe 2. Oh, viele Leichen. Nein, das werde ich nicht tun. Blute abschauen. Eine ruhmreiche Entwicklung. Oh, der hat Immunität. Oh, hier geht's aber schnell, ey. Da sprießen die Prozente ja geradezu. Das war nur ein Vorgeschmack. Und schon 80%. Scheiße, die Portale. Rache ist süß. So enge Dinger. Prozent. Das Licht in euch wird stärker. Der Portalwächter ist hier. Das war's. Beteiligung, der ist eigentlich nicht schlecht, ne? Urshi. Season Race abgeschlossen. Gut, ich muss mal gucken, welche ich auf jeden Fall noch brauche an den Kristallen. Season Race ist schlechter abgeschlossen, meine Freunde. Passt doch. Ich fühle mich stärker. Sehr gut. Es geht voll auf Geschwindigkeit diese Season, keine Ahnung warum. Blechdring ist natürlich schön. Schatzgoblins, Dingsbums. Taiguk. Hier auf jeden Fall, der Rest. Eck.
Brauchen wir alles nicht. Gut. Schlechter abgeschlossen. Jetzt kommt der Champion. Nephilim-Portal auf der Maximalstufe innerhalb von 6 Minuten auf der Schwierigkeitsstufe Qual 10. Das ist ein kleines Portal. Drei legendäre Edelsteine aufwerten, okay. Einen magellosen königlichen Edelstein mit Hilfe des Juwelenschmieds herstellen. Töte die Seelen des Bösen auf der Maximalstufe. Infernale Maschine, okay. Das sind diese zwei infernalen Maschinen noch. Hallenden Albtraum. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Kidea ist klar. Schlechter ist klar. Z-Gegenstand mit Hilfe von Kanais Würfel ummünzen ist auch klar. Also das sind Kidea, schlechter Set-Gegenstand und so Sachen. Das machen wir alles in der nächsten Folge auf einmal. Magellosen Edelstein muss ich gucken. Also Champion geht's nächste Woche rund. Heute schlechter, Marodeur-Set. Ich werde jetzt nochmal meine Kiste durchgucken, werde nochmal alle Sets anschauen, was ich für welches Set habe, was ich für den Würfel habe, was ich farmen muss. Auch der Schaden von dem Bogen ist einfach lächerlich noch. Also da geht so viel mehr, Leute. Ihr wisst's. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten mal wieder. Ich finde es immer noch schön, dass Diablo 3 immer noch gut ankommt. Trotz, dass das Spiel schon seine Jährchen auf dem Buckel hat. Morgen kommt Diablo 4. Und Diablo 3 sehen wir uns eigentlich am Donnerstag wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.